Was tun? Radfahren. Was sonst? Das ist vernünftig und gesund. Allerdings beim Radeln, das klappt auch nicht immer. Eine Plage hat München befallen. Die gelbe Seuche, sagen die Menschen in der Stadt. Seit 4 Wochen steht ihnen etwas gewaltig im Weg. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen genervt. Ist kein schönes Bild für die Stadt. Schaut scheiße aus. Nee, ich gehe lieber zu Fuß. Im August ist es einfach aufgetaucht, das neue Leihrad, O-Bike. Über Nacht hat ein Start-up aus Singapur diese gelben Räder in der ganzen Stadt verteilt. Erst 300, dann 4000, inzwischen sind es 7000 Fahrräder. Weil mir das aufregt, wenn alle Meter so ein Radl da steht. Soll ich schon aufgeräumt werden, die Radeln oder irgendwie? Das Geschäftsmodell 100% Sichtbarkeit von heute auf morgen kam in München nicht so gut an. Schon andere europäische Städte wie London oder Zürich haben mit der schwarz-gelben Invasion zu kämpfen. Selbst in China beginnt man die Idee des Billigleihrades inzwischen zu hinterfragen. Und jetzt der erste Radlhaufen im englischen Garten. Ja, kann denn da der Radlbeauftragte der Stadt nicht eingreifen? Nein, denn Fahrräder gelten als Allgemeingut und dürfen hingestellt werden, wo man will. Wir haben im Moment keine Rechtsgrundlage. Das ist ganz klar so. Das heißt, wir können im Moment nur in Gesprächen auf die Probleme hinweisen. Interessant. In einer Stadt, in der es sonst für alles Regeln gibt. Extra angereist für ein Krisengespräch mit der Stadt ist der Deutschlandchef von O-Bike, Marco Pio. Trotz der Kritik stehen für ihn an mancher Stelle sogar noch zu wenig Räder. 2, 3, 4, da haben wir 5, 6. Und auf der anderen Seite sehe ich noch ein paar, 7. So wie Sie sich vorgestellt haben? Nee, eigentlich dachte ich, es wäre viel mehr. Aber ich bin eigentlich enttäuscht, dass es nur 7 sind. Aber wer soll sich denn eigentlich um die ganzen Räder kümmern? Ja, ich denke schon, dass einfach die Verantwortung auch teilweise bei der User liegt. Ja klar, ich nutze das Fahrrad und das Objekt, whatever. Ach so, die User haben die Verantwortung. Nur ob die User das auch so sehen? Die sagen, was geht mir das Radl, das ich draußen nicht reparieren. Das kostet mir nichts, gell? Hauptsache, ich hab's so ein Gerät. Whatever. Neben den Usern übernimmt auch O-Bike einen Teil der Responsibility. Wir haben 2 Suppliers, Vendors, die sich um unterschiedliche Aufgaben einfach kümmern. Eine ist das Maintenance, Repairing von den Fahrrädern und die andere ist Redeploy und Relocation von den Fahrrädern. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich mehrere Leute hier in München, die täglich sich um diesen Themen kümmern. Ja, und die werden viel zu tun haben in München. Schade, eine gute Idee wird so zum PR-GAU. Aber daran sind laut Fahrradclub nicht nur O-Bike oder die Münchner schuld. Das Problem unserer Ansicht nach ist schon, dass es einfach zu wenig Fahrradabstellplätze gibt. Sowohl für die Räder bisher muss man als Fahrradfahrer ja oft sein Fahrrad an irgendwelchen Laternenmasten oder Straßenschildern oder Zäunen anschließen. Und ganz im Gegenteil, wird einem anderen Fahrzeug viel Platz eingeräumt in dieser Stadt. Und auch das gibt es massenhaft. Die Menschen haben alle ihr eigenes Auto noch. Es steht zwar oft wochenlang rum, keiner traut sich, das zu bewegen, weil er nachher keinen Parkplatz mehr findet. Also das ist einfach ziemlich absurd. Wie unterschiedlich die Wahrnehmung doch sein kann. O-Bike soll jetzt stärker in die Verantwortung genommen werden. Grundsätzlich ist Radeln in München nämlich durchaus gewünscht. Also ich verstehe die Kritik nicht richtig, denn Autos stehen ehrlich gesagt viel mehr im Weg. Und Fahrräder kann es eigentlich nicht genug geben. Ich fahre immer Fahrrad. Ich finde es toll, wenn die an jeder Ecke jetzt stehen, weil sie halt nicht nur von einer Firma sind oder von einem Anbieter, sondern von mehreren. Also ich finde es super als Idee. Ich wünsche denen Erfolg. Erfolg wäre, wenn statt Autos mehr Räder in München unterwegs wären. Aber nicht, wenn die nur blöd rumstehen.